Verstörter. Oh, ist das ein Paket aus China endlich? Cool. Der Dart Blaster. Na, da bin ich ja mal gespannt. Komm, gleich mit. Was ist das denn? Hat hier noch keiner aufgeräumt? Wie soll ich denn das Produkt heute vorstellen? Da müssen wir das von einer anderen Perspektive machen. Von der Schreibtischperspektive. Da lassen wir uns doch nicht unterkriegen, oder? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen, sensationellen Ausgabe von Tiny Tommy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich ein Produkt euch von Wish mal vorstellen. Und zwar kommt das so in dieser Verpackung angeliefert. Und wenn ihr das ausgepackt habt, sieht das so aus. Wir haben zunächst einmal viele Pfeile, 1, 2, 3, 9 Pfeile mitgeliefert bekommen. Die sehen richtig spitz aus. So sieht das Ganze aus. Also richtig von der Spitze, richtig, also tut schon weh, muss ich euch sagen. Mal gucken, ob er fokussieren kann. So sieht das Ganze aus. So von hinten, wie so eine kleine Nagelfeile sozusagen. Wir noch diese hübsche Tasche mitgeliefert bekommen. Die könnt ihr übrigens am Gürtel befestigen. Ist schon mal richtig nett für unterwegs. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptprodukt. So sieht das Ganze aus. Schlicht und unscheinbar. Ihr könnt das abnehmen und dann haben wir hier schon mal die Schusspfeile, die wir hier gleich reinstecken können. Hier werden sie aktiviert mit drei Knöpfen für drei Schüsse sozusagen. Um das Ganze zu laden, müssen wir einen so einen Pfeil nehmen. Den stecken wir dann rein. Geht ein bisschen schwerfällig. Das ist schon mal der erste Kritikpunkt. Aber wenn wir es dann geschafft haben. Klack. Ich mache das mal hier von so am besten, weil die Dinger sind richtig, richtig spitz. Um das Ganze dann nachher zu aktivieren, müssen wir das hier runterdrücken. Klack, klack, klack. Und dann können wir auf diesen Auslöser drücken. So, machen wir mal einen kleinen Testschuss. Ich habe da schon was vorbereitet. Am besten setzt ihr euch hier so eine Schutzmaske auf, damit nichts passieren kann. So, da ist ein kleiner Karton. Klack, klack, klack. Und mal gucken. Wie ihr sehen könnt, ist das richtig heftig sozusagen. Aber Leute, ich werde das Hindernis gleich mal ein bisschen weiter weg aufbauen und dann gucken wir mal drei Testschüsse aus. Achso, den Preis habe ich vergessen zu erwähnen. Das Ganze kostet, ups, meine Schokoladenseite, die sollt ihr noch nicht sehen. 7 bis 5 Euro gibt es bei Wish übrigens. So, dann werden wir mal zu einem kleinen Testschuss fortschreiten. So, ich habe hier mal was Kleines aufgebaut, einen kleinen Karton mit zwei Testpersonen und die werden wir jetzt mal versuchen abzuschießen. Das erste Mal, zuerst müssen wir das Ganze laden. Oh, schon mal schön weg vom Körper halten. Wer weiß, was passieren kann. Es geht richtig schwer. Boah. Bloß nicht auf den Auflöserkopf. Oh, ich brauche hier mal eine Hilfe. Ich
So. Puh, fertig. So, so sieht das Ganze dann fertig geladen auf. Immer schön wichtig, immer schön abschneiden. Ich vertraue den Sachen nicht. Ach, es blendet so ein bisschen, ne? Egal. So, wie gesagt, das ist die Sicherheitsdingsterbumster, damit nicht, dass ihr nicht aus Versehen da drauf drückt und dann einer losgeht. Und jetzt werden wir das Ganze ausprobieren. Erstmal die Schutzfolie überziehen und jetzt geht's los. Mal gucken, ist jetzt nicht allzu weit weg. Und dann versuchen wir mal, kann man was sehen, ja. Ich versuche jetzt hier hin zu schießen, mal gucken, ob ich ein bisschen zielen kann. Wie ihr sehen könnt, heftig. Also das Teil, also in falschen Händen, kann das durchaus ein wenig gefährlich sein. Oh. Von der Schussgenauigkeit würde ich sagen, so Pi mal Daumen kommt das alles so ein bisschen hin. Wir werden den Abstand jetzt mal ein bisschen vergrößern. So, und jetzt haben wir hier ungefähr, ich weiß gar nicht, ja, Meter muss das ungefähr sein. Und jetzt versuchen wir das Ganze nochmal. Wir müssen das bloß, den ersten Pfeil, wie gesagt, kriegt ihr noch leicht rein. So, zack. Aber ich will... Ich muss mal kurz zu meiner Stütze gehen. Fertig geladen. Und jetzt versuchen wir mal so auf den Smiley zu schießen. Hier an. Ich zoome mal ran. Ich würde auch gerne Slow-Mo machen, aber das Problem ist, ich glaube, die sind viel zu schnell dafür. Ich glaube, der eine ist sogar an den anderen abgeprallt. So, versuchen wir das Ganze nochmal. Machen wir erstmal. Machen wir zunächst erstmal ein. Da ist er. Mein nächstes Ziel ist dieser Karton hier. Ich zoome das mal ein bisschen ran, aber in Wirklichkeit ist das ein bisschen weiter weg von mir. Heftiges Teil auf jeden Fall. Unser nächstes Opfer ist auch schon bereits am Start. Der kleine Luftballon da oben. Mal gucken, ob das was wird. Oh. Dann machen wir noch mal so einen Schusstest darauf, aber eigentlich nicht. Aber ja. So, das Ganze mal nicht, dass ich die Stromleitung. So.
Heftig. Habt ihr das gesehen? Jeder Schuss ein Treffer fast, ne? Der andere Pfeil, wo ist der denn schon wieder hingepascht? Naja, wie ihr sehen könnt, sind diese Teile echt super spitz, ne? Und gut, dass man kann auch nach Ersatzpfeile kaufen, aber ich muss sagen, für den Anfang reichen die 9 Stück. So, machen wir nochmal einen Testschuss, bevor wir zum Fazit kommen. Der Auslöser ist ein bisschen schwerfällig. Okay, klappt nicht immer. Vielleicht habe ich da auch eine weiche Stelle erwischt. Aber ansonsten. Okay, meine lieben Freunde. Lasst uns gleich schon mal zu einem kleinen Fazit kommen. Aber im Moment macht das so viel Laune. Da ist er schon wieder. So, Freunde, jetzt aber. Jetzt lass uns mal. Oder bei den Fischen. Lass uns alles reden. Heftig. Der ist durchgegangen. Mein lieber Scholl. Oha, da ist mir doch tatsächlich ein Pfeil gekommen, aber egal, ich habe ja noch 8 weitere. Kommen wir jetzt zu meinem kleinen Testergebnis. Also ich finde diesen Mini-Dart-Launcher richtig gut gelungen. Von der Verarbeitung her finde ich das auch gut gelungen. Besonders die 3 Knöpfe, die ihr sichern könnt mit diesem Teil hier, damit es nicht aus Versehen mal losgeht. Und ihr habt übrigens noch eine Schutzkappe. Dann würde das so aussehen. Klack. Und ja, bevor jetzt die Frage gleich kommt, passt das auch in die Tasche mit dem Schutzmechanismus, also mit dem Dings. Ja, es passt optimal rein. Hier könnt ihr das, wie gesagt, an die Tasche, nee, am Gürtel klemmen. 1-2 Pfeile würden noch hier an die Seite passen, aber dann war es das auch. Ihr könnt das Ding ja schon spannen und dann habt ihr ja schon mal 3 auf jeden Fall sicher bei der Hand. Was gibt es noch zu erzählen? Also die Spitzen, die halten einiges aus. Also ich muss sagen, bis jetzt ist mir noch keine weggebrochen bei den ganzen Testschüssen, die ich jetzt auch hinter der Kamera gemacht habe. Und ansonsten, das Einzige, was ein bisschen zu bemängeln ist, ist der Druckmechanismus. Der hakt einen ab und zu mal so ein bisschen. Aber ansonsten, von der Qualität her muss ich sagen, ist es nicht schlecht. Achso, ihr müsst ja übrigens den runterziehen, damit ihr feuern könnt. Und ansonsten könnt ihr eure Kommentare nochmal gerne in die Fragen in die Kommentare stellen. Und sonst war es das von meiner Seite aus. Gibt's bei Wish, kostet 7 bis 5 € und dauert ungefähr 1 Monat. Und von der Zielgenauigkeit habt ihr ja gesehen, funktioniert es assrein. Also 5-6 Meter würde ich durchaus sagen, dass es klappt. Ja, meine lieben Freunde, das war's dann von meiner Seite aus wieder. Wir sehen uns demnächst wieder, wenn es heißt Darthaftischer Tiny Tommy. Und bis dahin wird der Tisch wohl auch aufgeräumt sein, Katja, oder? Was sagst du dazu? Da lacht sie nur. In diesem Sinne, auf Wiedersehen.